Ja, das ist ein sehr interessantes Stück. Sehr genau durchdacht und technisch wirklich präzise gearbeitet. Sehr filigran, die Nuancen. Um mit mir selber konsequent zu sein, in dem Sinn, dass ich den Dingen gerne eine Lebendigkeit gebe, einen Charakter, lasse ich hier noch einige Zuschauer zu Wort kommen, die bei der Uraufführung dabei waren. Es war schon ein bisschen intellektuell, so. Ich habe ja auch nie ein Instrument gespielt, habe da nicht so viel Bildung. Ja. Na, Eduard? Na? Wie hast du es denn gefunden? Ja, also es geht eigentlich um menschlichen Ausdruck. Es geht mir nicht primär um Sprache, sondern um den gesamten Ausdruck, und Sprache ist einfach eine Möglichkeit, ein Teil davon. Ja, also es ist schon noch verrückt, ne? Ja. Ich wusste gar nicht, dass die... Und so viele wenige Töne. Ja. Ja. Ich bin ja selber Komponist. Der Kontrafortist hat sehr wenige Töne und soll diese wenigen Töne hoch emotional und ausdrucksvoll spielen. Das ist ein Widerspruch, weil mit so wenigen Tönen kann man eigentlich gar nicht zu solcher Dramatik kommen. Ja. Ich muss schon sagen auch, das Stück ja war schon auch recht Was mich interessiert ist, was passiert, wenn ich solche Einschränkungen mache. So, da ist ein Ausdruckswille irgendwie nach, dass es läuft, dass die Musik rausgeht und so. Und wenn ich da quasi den Deckel drauf mache und nur ganz kurze Töne spielen lasse, was passiert dann? So, was passiert unterschwellig mit den Emotionen, mit den Gefühlen, sowohl auf der Bühne als auch bei den Musizierenden als auch im Publikum? Es ist langlebig und hält nach. Es ist nachhaltig. Und so ein großes Instrument. Ich weiß auch nicht so, wie man das so hören soll. Ob man da Töne zählen soll. Hat der auch nicht so viele gehabt. Also der Kontrafortist ersetzt dann einfach in einem Moment oder verbalisiert den Ausdruck, den er nicht ins Instrument bringen kann, mangels Tönen, durch die direkte Sprache. Also er sagt, wie er das denkt, wie er diese Geste denkt, wo das hingeht, in welchem musikalischen Moment er gerade ist. Höhepunkt oder aufpassen, Achtung, beruhigen. Und solche Sachen. Ist schon noch speziell. Ja. Und das Ensemble hat auch Text,
aber der wird nicht gelesen oder gesprochen, sondern der steht in den Noten, einfach den kann man lesen, still. Und das sind alles Fragen eigentlich, die dann nachher eine Aktion, wenn man die Frage beantworten möchte, bewirkt es eine Aktion. Zum Beispiel, wie viele Lichtquellen sind im Raum oder wie viele Leute sitzen mit weißen Pullis sitzen im Publikum. Das bewirkt dann, dass man diese weißen Pullis kurz abzählen muss, damit man diese Frage beantworten kann. Und dadurch ist das Ensemble nicht mehr konzentriert bei der Sache. Also diese Präsenz, die ich mir normalerweise wünsche, Bühnenpräsenz und so weiter, die zerfleddert irgendwie. Hättest du denn gerne selber auch mitgemacht? Ja. Als was denn? Als Staubtuch. Ich würde das jederzeit wieder bestellen. Nee, Sprache ist eigentlich an sich nicht mein Thema. Trocken.